So, meine kleinen Regimefreunde. Da kann ich gleich mit dem Fahrschuh... Ach ja! Geht ja nicht. Stimmt ja. Aber zum Glück ist hier natürlich alles schön zugangsfreundlich. Hier komme ich auch nicht durch. Alles klar, ich muss mit dem Fahrstuhl fahren. Da drüben liegt noch was. Ich vermute... Da ist noch ein Durchgang. Und deswegen sage ich, wir spielen etwas gründlicher. Falls ich da noch irgendwo... Finde ich hier drüben vielleicht noch irgendwie so einen Geheimgang oder sowas? Nein, nein. Auch keine Konzeptart. Schade. So, ich muss mich natürlich mit dem Spiel auch erstmal vertraut machen, ne, wie ja alles funktioniert, außer Schießen. Ich roll mal nach oben, vielleicht kommen wir noch nach oben durch. Ja, hör mal, wer da ballert. Ich bin behindert. Oh. Ui. Bitte nicht schießen, ich bin behindert. Da geht die Treppe runter. Vielleicht kommen wir da später noch lang. Also eine Treppe runter sollte eigentlich gehen, oder? So, hier nochmal ein bisschen Gesundheit. 70 Gesundheit haben wir. Gleichgewicht! Stehen bleiben! Ja! Bewegen Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist. Also, lassen Sie nicht mal einen fahren. Die Mikrowellen machen Brei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch? Okay, warten Sie. Okay, jetzt! Kommen Sie! Komme! Vorsicht, der Boden ist nass, das heißt, das System funktioniert. Kommen Sie! Ja, ja, warte, warte! Ich nehm... So. Schnell, 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 schnell! Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger Anja, schön, dass Sie herumlaufen. Wo ist sie? Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, Vorsicht. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Na, schau mal, Engel. Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Nicht schießen! Ich bin behindert! Nicht schießen! Hab keine Beine! Komm schon. Nice. Caroline, wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Es könnte aber noch ein bisschen dauern. Ich fahre gerade durch eine 30er-Zone. So, Entschuldigung. Limit erreicht. Ich bin einfach voll am Limit. Okay, die Frage ist, kann ich jetzt hier runterdackeln? Und kann ich ganz kurz mal... Dankeschön. Ja! So, alles am Limit.
Das war's? Die halten auch nichts mehr aus, die Müllsäcke. So, was haben wir denn hier? Sets Fallen aktivieren. Aber bin ich ja nicht auch selber am Arsch? Ich deaktiviere erstmal, bevor wir da, ne? 1, 2, 3, 4. Ist ja wie mein Passwort bei ihr, bei Amazon. Also natürlich können wir die Fallen aktivieren und haben da viel Spaß, aber ich meine... Ich würde mich schon gerne erstmal ein bisschen umschauen. Da soll ich mit dem Rolli rein! Alter! Was heutzutage von Behinderten verlangt wird, ist einfach unmenschlich. Das ist einfach unmenschlich. Ich werde da... Ich werde einen Brief schreiben an die Behördenbehörde. So, hier kann ich die Fallen alle aktivieren. Das ist ganz traumhaft. Die haben ganz viele Fallen. Ob ich die jetzt noch brauche, weiß ich nicht, weil offenbar... Also wir spielen übrigens wieder auf normal, ne? Für Leute, die sich jetzt wieder fragen, spielt er auf leicht? Nein, er spielt wie immer auf normal. Der Grund, dass Leute das natürlich immer fragen, zu Recht, liegt natürlich einfach daran, dass ich einfach so gut spiele. So, wo geht's denn hier hin? Oh. Guck mal, das ist einfach fast übersehen. Zum Lesen halten. Die neue Wahrheit. Oh, alternative Fakten oder was? Welt verurteilt Mord an General Strass oder Straße. Berlin, der 25. Februar 1961. Während einer weltweiten Fernsehübertragung hat sich der geliebte Kanzler gestern zum Tod des großen Generals Wilhelm Strasse geäußert. Dieser war letzte Woche nach einem terroristischen Anschlag auf sein Forschungszentrum an der Ostseeküste ums Leben gekommen. General Strasse war nicht nur für seine humanitäre Arbeit und wissenschaftlichen Entdeckungen bekannt, die unser glorreiches Land bei seinem Bestreben unterstützt hat, die Welt von der Tyrannei zu befreien. Er war auch ein guter Freund des Kanzlers. Obwohl unser geliebter Kanzler von dem tragischen Ereignis sichtbar mitgenommen war, zeigte er sich wie gewohnt entschlossen, die Terroristen zu bestrafen, die hinter diesem verabscheuungswürdigen Angriff stecken. Huch. Es ist immer alles eine Sache der Perspektive. Wo geht's denn hier hin? Alter, wieso? Das ist Diskriminierung. Wieso kann ich da nicht runter? Schweinerei. Nur weil ich zu fett bin. So. Alles klar, ich kann auch rennen. Also racen. Gibt übrigens jetzt Merch für Wolfenstein 2. Den BJ Blazkowicz von Hot Wheels. Entschuldigung. Ist eigentlich... Ja. Hoppala. Das hier ist natürlich super praktisch, ganz ehrlich. Das macht bestimmt Spaß, in diesem Rad hier zu reisen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte den eigentlich wegmessern. Aber da war ich leider schon zu weit. Was ist das? Ich bin behindert, nicht schießen! Keine Arme, keine Beine, aber dafür Führerscheine. So. Ich hole mir da hinten nochmal ganz kurz die Pumpgun. Oder was immer das ist, ist natürlich keine. Ich habe jetzt einfach nur Pumpgun gesagt, weil ich irgendwas Tolles sagen sollte, was sich gut anhört. So. Pumpgun mit A. So, haben wir denn noch ein paar Nazis hier? Hm? So, Limit erreicht. Limit erreicht. Alles am Limiten. Gut, ich kletter mal hier hoch. Soll ich jetzt da? Was ist denn das hier für eine... Also ich habe selten sowas Behindertenfreundliches gesehen. Ich muss es einfach sagen, vielen Dank dafür. Was ist? Ich hoffe, hinter mir ist kein Durchgang. Was macht er da? Jo, hast du. So. Ich wollte es dann doch mal nutzen. Aber unsere Gesundheit hat arg gelitten darunter unter diesem kleinen Experiment. Ich krieg das gar nicht mit, wenn ich hier angeschossen werde, ehrlich gesagt, weil... Das tut dem gar nicht weh. Der denkt wohl auch, mit seinem Rollstuhl ist er jetzt Iron Man, oder was? Der BJ. So, hier haben wir noch ein bisschen Rüstung.
Und ich finde es immer noch cool, dass sie das mit den Helmen eingebaut haben, so wie das im alten Wolfensteins damals war. Wenn man Helme gesammelt hat, gab es immer ein bisschen Rüstung dazu. Ich guck mal ganz kurz, haben wir noch andere Waffen? Nein, 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 nein. Bis jetzt nur die eine? Was hat denn der für ein Adlerauge da hinten? Hätte ich nicht gedacht. Wer schießt denn da? Okay, wir reiten die Bombe runter. So. Ihr werdet alle von einem Krüppel niedergemacht, Freunde. Eine ganz tolle Armee seid ihr. Richtige Spitzensoldaten. Elitärer Scheißhaufen. Mehr seid ihr doch nicht. So. Gut, das haben wir. Limit erreicht. Ich bin am Limit. Was ist das da oben? Quick Basic. Alles klar. Da programmiert gerade jemand. Was ist das hier? Schaltplan habe ich auch selber gelötet mal. War ganz witzig, aber dann habe ich es verbessert. So. Wie schalte ich das ab? Okay, da ist ein Laufband, da will ich aber noch nicht runter. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier die ganze Zeit irgendwelche Geheimgänge oder so. Kann das? Na los! Komm schon, einfach nur weil es geht, will ich da hinten hin. Oh, Mann, oh. Okay, gut. Was macht der da? Okay, ich komme da nicht hin. Schade. Nein, mein Stuhl! Ich bin behindert, nicht schießen! Bin ich tot? Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Ich war damit beschäftigt, die Szenerie zu genießen. Okay, ich war tot. Ich war... mehr tot als behindert. Mein neues Buch. Turmaufzug. Okay, wir haben gerade nicht viel Wahl. Neues, alter Mann. Ignorier den Schmerz. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Und außerdem ist meine Bademantel ganz schmutzig von Blut. Das ist doch ärgerlich immer, wenn sowas passiert. Ihr kennt das ja selber. Du steigst aus der Badewanne und dann sowas hier. Das muss nicht sein. So. Keine Ahnung, warum die mal erstmal überlebt haben. Das Problem ist, mit dem Rollstuhl kann man auch wahnsinnig schlecht schleichen. Zeig, was du kannst, Terror-Billy. Ich glaube, der meint mich. Kann ich wieder Messer werfen? Ich habe keine Messer, ne? Kann ich vielleicht irgendwo darüber?
nicht. Und schießen will ich jetzt auch nicht, weil ich will das jetzt ein bisschen heimlich machen. Wir schleichen mit dem Quietschenroll. Ich will das heimlich machen. Ich habe ihn nicht gesehen da hinten. Mein Leben! Okay, ich dachte, wir erwischen den hier hinter, aber der ist schon abgehauen vorher. Na gut, Limit erreicht, alles klar, vielen Dank für den Hut. Ist ein bisschen schwierig, zu gucken, was einem so vor die Räder kommt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das sagt man normalerweise auf der Autobahn. Aber hier ist es sehr schwierig, die Sachen unserer Opfer einzusammeln. Dinge, die man auch auf der Autobahn sagt. Okay. Haben wir denn hier noch irgendwo keine Hüte mehr? Ah, doch, da, da, da. So. Ah, Granaten. Mit F werfe ich eine Granate. Das ist ganz toll, weil F normalerweise der Benutzen-Button ist. Das wird mir viel Freude bereiten. Ich werde diesen Stuhl etwas länger brauchen, wenn F der richtige Knopf dafür ist. So. Matchbox Billy, dann zeig mal her. Selber in die Luft gesprengt, indem er das Ding da... Alles klar. Man könnte jetzt sagen, schlampige KI, aber man muss davon ausgehen, es sind der Regimesoldaten. Also passt die KI eigentlich schon ganz gut. So, möchte jemand hinten rumkommen? Offenbar schon. Leg dich nochmal hin, Junge. Du hast heute frei. Für den Rest deines Lebens. So, kann ich die Dinger vielleicht... Muss ich die aufschießen? Ja, nice. So, wir müssen eh dahin. Okay. Hier haben wir schon einen erschossen. Alles klar, hier können wir wieder die Fallen anmachen und so weiter. Aber hier gibt es ja eh keinen Nazi mehr. Ach, Limit erreicht, alles klar. Hammerfaust. Ach so. Das Band umkehren. Das hätten wir auch gleich hier machen können. Na gut. Gut. Förderband umgekehrt. Auf geht's. Nee, noch nicht. Billy. Da setzt schon die Actionmusik an und ich fahre woanders hin, weißt du? Ich bin auch so ein Herbert einfach, aber ich wollte hier nochmal gucken. Weil ich meine, wann hat man die Gelegenheit, hier nochmal hinzukommen? Ah, jetzt sind wir da, wo ich gedacht habe, da gibt es eine Geheimtür. Zum Lesen halten. Tagebuch des Wiesenau-Rebellen M. Wir werden alle sterben, ich kann es spüren. Seit Tagen habe ich nicht geschlafen. Meine Träume sind bruchstückhaft, brutal, seltsam. Jedes Mal sehe ich hell ins Gesicht. Blutig, die Hälfte davon fehlt. Ich wache schreiend auf. Kein Schlaf mehr für mich. Scheiß auf den Schlaf. Ich schreibe zum ersten Mal seit einer Ewigkeit. Vielleicht kann ich so klarer denken. Ich rede nicht mehr mit den anderen vom Wiesenau-Widerstand. Ich ertrage ihre Blicke nicht, ihre Stimmen. Ob wir sicher sind? In einem U-Boot des verdammten Regimes? Klar, Bleskovic hat es gestohlen, aber wie können wir uns sicher sein, dass wir nicht irgendwie ausspioniert werden? Niemand antwortet. Niemand denkt nach. Carolyn sagt, ich wäre zu negativ. Hat mich gebeten, die Sache mit positiver Energie anzugehen. Ich meinte nur, Scheiß auf die Sache.
Die Menschheit ist am Ende. Das Regime hat gewonnen. Es ist aus. Sie haben verdammt nochmal gewonnen. Every man counts, join now. End this today. So, damit haben wir das Tagebuch hier auch gefunden. Hier hat er sich offenbar irgendwo eingesperrt. Was aus ihm geworden ist, wir wissen es nicht. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Da haben wir diesen kleinen Geheimstash nochmal gefunden. Und jetzt aber volle Kanne aufs Band. Immer noch 50 Energie. Na, das wird uns nicht weit bringen. Was ist hier nicht drin? Oh. Limit erreicht. Limit erreicht. Limit. Das Limit erreicht. Limit erreicht. Limit erreicht. Ich bin BJ. Ich habe mein Limit erreicht. So. Junge, komm mal wieder. Wir hätten gerade das Band wechseln können. Hallo? Kein Empfangskomitee? Wir lassen nach. Ihr Regime, Kaspar. Ich würde jetzt gerne tatsächlich nochmal das Band wechseln unten und nochmal gucken, wo wir da hinkommen. Komm, wir machen das einfach mal, weil wir es können. Und ein bisschen Muni. Alles klar, Band wechseln, so wie dazu. Toll, weil wir es können. Ciao. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. So, und jetzt hier mit so 360. Wie soll ich denn... Ich bin zu klein dafür. Der ist viel zu hoch. Level beenden. Na dann. Oh. Was? Was? Mein Freund, in den Kopf. Runter von meinem Mann. William. Alles in Ordnung? Ja, jetzt ja.